Hi, heute gibt es mal wieder eine Business-Tipps-Folge und zwar, wie kalkuliert man die Preise am besten? Aber dazu mehr nach dem Intro. Bis gleich. Feuer frei. Das ist wieder ein Ding, was nicht pauschal beantwortet werden kann. Wie kalkuliert man Preise? Das kommt natürlich immer zum einen drauf an, was ist das für ein ganzer Umfang von dem Auftrag? Was habe ich für Lebenshaltungskosten? Was habe ich für monatliche Ausgaben? Und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, da hängt ja mehr dran, wie jetzt nur, ich nenne einen Preis. Fertig, aus. Und dann kommt es immer drauf an, auch zum Beispiel, wo man wohnt. Ja, also im Osten sind die Preise wieder anders, wie jetzt hier bei uns im Westen beispielsweise. Oder auch selbst von Stadt zu Land können sich Preise unterscheiden. Jetzt muss man sich im Vorfeld erstmal klar werden, mit welcher Summe kann ich mich identifizieren, beziehungsweise kann ich mich und meine Arbeit identifizieren. Bin ich jetzt gerade erst am Anfang, dann sollte ich vielleicht nicht gerade irgendwie einen Stundenlohn von 100 Euro die Stunde nehmen. Bin ich aber schon ein bisschen fortgeschrittener und habe schon mehr Erfahrung und habe schon mehr Referenzen und habe vielleicht auch nicht den Druck, dass ich jetzt unbedingt einen Auftrag annehmen muss, dann kann ich vielleicht auch einen anderen Preis ansetzen einfach mal. Deswegen gehe ich jetzt mal von unserer Branche als Filmemacher aus. Was sind denn so übliche Preise? Circa 350 Euro am Tag hier bei uns in Stuttgart für einen Kameramann für so ein Live-Event. Hast dein 10-Stunden-Tag, das muss man auch noch dazu sagen. Die Preise werden teilweise sogar öfter mal auch noch ein bisschen gedrückt. Dann ist man vielleicht sogar schon nur noch bei 280 Euro am Tag. Ich würde euch raten, geht mal bei 350 Euro am Tag rein. Das ist so mal so ein Richtwert, den ich ganz okay finde. So, das heißt, wir sprechen hier von einem Stundenlohn von 35 Euro die Stunde, was für einen Selbstständigen echt wenig Geld ist eigentlich. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich jetzt von den 350 Euro am Tag ausgehe und ich habe beispielsweise eben nur 5 Aufträge im Monat, dann wären wir ja nur bei 1750 Euro. Das wird ja vorne und hinten nicht hinreichen. Also müsste ich jetzt überlegen, okay, ich brauche Summe X im Monat zum Überleben. Nehmen wir mal als Beispiel 4000, weil das mir immer gesagt wurde von meinem Steuerberater, dass ich so um die 4000 brutto verdienen sollte als Selbstständiger, dass ich eben keine Abstriche machen müsste. Und da wären wir ja mit diesen 350 Euro am Tag bei 11,5 Arbeitstagen. Ein Monat hat im Schnitt so 20 Arbeitstage vielleicht, abzüglich den Wochenenden, manchmal noch Feiertagen, bla bla bla, sind wir meistens irgendwo so bei 20, vielleicht auch 25 Arbeitstagen, je nachdem welcher Monat. Wie gesagt, ich habe jetzt den Sonderfall, dass ich Paketpreise machen konnte und Pauschalpreise abrufen kann. Das heißt, ich sage meinem YouTuber, ey, ich schneide dir XY Videos im Monat, dafür bekomme ich Summe X. Dadurch kann ich nochmal anders kalkulieren, wie wenn ich von Auftrag zu Auftrag rechnen müsste. Das ist auch ganz wichtig, wie gesagt. Weil, wenn ich jetzt diese Tage nehme, dann müsste ich eben schauen, dass ich immer jeden Monat mal meine 12 Arbeitstage ausgebucht bin. Weil es gibt halt vielleicht auch mal einen Monat, wo ich das nicht schaffe, weil ich keine Aufträge an Land kriege. Dann muss ich Akquise machen, dann müsste ich eventuell irgendwelche, also ich muss Zeit in Akquise stecken, ich muss Firmen anrufen, anschreiben, die mich dann buchen für Aufträge, die mir vielleicht auch einen Auftrag geben, wie auch immer. Das muss ja alles mit in so Preise einkalkuliert werden. Das heißt, wenn ihr euren Preis zu niedrig ansetzt, sagen wir mal 250 Euro am Tag, dann wären wir schon bei 16 Arbeitstagen. Und bei 16 Arbeitstagen würden euch noch 4 weitere Tage im Monat bleiben, um 16 Tage für den nächsten Monat schon wieder auszubuchen. Versteht ihr, auf was ich raus will? Also ihr müsst immer so kalkulieren, dass ihr wisst, okay, ich habe x Tage im Monat zur Verfügung, um wieder x Tage im Monat arbeiten zu können. In diesen Lohnnebenkosten sind eben solche Betriebskosten mit enthalten. Wie gesagt, das wäre dann zum Beispiel ein Akquisetag. An dem Akquisetag selber verdiene ich kein Geld. Aber ich sorge an dem Akquisetag eben dafür, dass ich an anderen Tagen wieder Geld verdiene. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet und sich nicht irgendwie überstürzt da in irgendwas reinhandelt. Also lasst euch auch nicht zu günstig einfach verkaufen, weil auf lange Frist gesehen tut euch das einfach nicht gut und ihr macht euch damit kaputt. Dann arbeitet lieber ein paar Tage weniger und verdient dadurch aber vielleicht genauso viel, wie wenn ihr euch kaputt arbeitet für einen Hungerlohn. Also wie gesagt, das waren jetzt ja alles nur so Pi mal Daumen Rechnungen. Ihr müsst das natürlich für euch selber wissen. Wenn ihr keine 4000 Euro im Monat braucht, dann ist das ja auch okay. Das war ja jetzt auch nur mal so eine Summe, die halt mir gesagt wurde, in den Raum reingestellt. Dann kann man schon wieder vielleicht auch anders rechnen. Wie gesagt, es kommt auch immer drauf an, wo man ist. Das sind ja alles Faktoren, die damit reinspielen. Das kann man nie pauschal beantworten. Man muss sich nur im Klaren sein, was man vielleicht dazu beachten muss. Und das habe ich jetzt hoffentlich versucht in diesem Video dir klar zu machen, dass es eben drauf ankommt, wie viel brauche ich im Monat, um zu überleben? Was sind meine Kosten, die da davon weggehen? Dadurch weiß ich, wie viel ich im Monat zum Leben brauche. Und dann muss ich wissen, wie viele Tage im Monat kann ich arbeiten, um diesen Betrag zu erwirtschaften? Und wie viele Tage im Monat habe ich vielleicht eine Flaute,
wo nichts reinkommt, wo ich mir Gedanken machen muss, dass ich wieder an den anderen Tagen arbeiten kann und so weiter. Und dann ist es eben auch ganz wichtig, was eben bei diesen Lohnnebenkosten auch noch mit drin hängt, dass man sich Rücklagen schaffen kann, falls eben mal solche Zeiten wie jetzt auch Corona oder sowas auftauchen oder eben auch solche Zeiten, man wird mal krank, man will mal in Urlaub. Als Selbstständiger verdient man in der Zeit halt kein Geld, wenn man da keine Aufträge abarbeitet. Und dafür braucht man Rücklagen und die muss man sich eben auch bilden können. Okay, dann hoffe ich, dass du dir jetzt Gedanken machen kannst, wie du deine Preise kalkulieren kannst. Da kann dir eigentlich niemand dabei helfen. Das musst du für dich selber rausfinden. Was ist dein Stundenlohn beispielsweise? Was ist vertretbar? Und was macht auch Sinn dem Auftrag gegenüber? Nur so geht's. Anders geht's leider nicht. Ich kann dir nicht sagen, verlang Summe X. Das funktioniert nicht. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat dir jetzt weitergeholfen und du lässt mir einen Daumen nach oben da. Schreib mir mal in die Kommentare, wie du da vielleicht vorgehst, was deine Erfahrungen sind in der Preiskalkulation und so weiter und so fort. Das würde mich mal interessieren. Schreib es mir in die Kommentare und dann kannst du mir auch gerne noch ein Abo da lassen. Da verpasst du in Zukunft keins meiner Videos mehr und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Barney, hau rein, ciao. Und man muss sich auch im Klaren darüber sein, dass man die Summe, die man nennt, überzeugend nennt und nicht irgendwie eine gespenstische Summe da rausballert, hinter der man gar nicht steht oder sich dann nachher da irgendwie ins Schlamassel bringt, weil man da irgendeinen Preis abgerufen hat, dem man gar nicht gerecht wird beispielsweise, für das man sich selber dann nicht wohlfühlt, wenn man den Preis schon nennt. Sowohl zu tief als auch zu hoch, da gibt es sowohl als auch. Also man muss schon immer im Klaren sein, hey, meine Arbeit ist die und die Summe wert und deswegen kann ich das auch einfach abrufen, diese Summe. Das sind alles diese Punkte, warum man im Vorfeld das Ganze schon durchspielen muss, bevor man aufs freie Feld rausgeht und loslegt.